Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich wieder einmal hier rausgegangen, bei uns an der Nordseeküste oben, mit meinem schönen neuen E-Bike bin ich hierher geradelt, nach Altenwalde. Hier ist ein Lost Place, ein ehemaliges Bundeswehrgelände, das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren verlassen ist. Und da dachte ich mir, da mache ich heute mal einen kleinen Vlog, ein kleines Video für euch und zeige euch hier so ein bisschen die Hinterlassenschaften der Bundeswehr nach dem Krieg. Okay, ja, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Ich habe mit dabei heute die Hero 9, dann des Weiteren die Insta 360 X2. Die filmt mich dann da vom Fahrrad aus. Und noch die Mavic R2S, die habe ich hier heute auch mitgebracht. Die Mini 2 habe ich diesmal nicht mit dabei. Mit der R2S will ich dann mal ein paar Detailaufnahmen hier machen von den ganzen Sachen, die hier noch übrig geblieben sind. So wie zum Beispiel hier dieser kleine Pool. Sieht aus wie so ein voluminöser Teich. Aber das war ehemals eine Panzerwaschanlage für die großen Tanks. Die sind dann hier durchgefahren, nachdem sie durch den ganzen Modder und das ganze Kram gefahren sind, wurden sie dann hier gesäubert. Ja, okay, dann werde ich jetzt gleich mal die R2 in die Luft bringen, R2S. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Wenn es dir gefällt, dann zeig mir das bitte auch. Gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt auch natürlich gerne machen. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und Start. Es geht wieder richtig schön sanft. Mit der guten. Dann habe ich sie jetzt wieder im Sportmodus, dass mich die Sensoren hier nicht stören. Okay, da bin ich im Bild. Ja. Gehen wir mal rückwärts ein Stückchen über das E-Bike zurück. Wie gesagt, ich fliege im Sportmodus. Dann stören mich die Sensoren nicht beim Fliegen. Und ich habe die Tripod-Sticks drauf, die modifizierten, sodass ich das Ganze ganz sanft und sachte steuern kann.
Ja, und das war dann auch schon wieder mein kleines Video hier von der Nordseeküste, von diesem interessanten Lost Place. Ich danke dir, dass du das Video wieder komplett und bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, schreib einen kleinen Kommentar. Da freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Und ansonsten bleibt mir nur dir zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute mit der R2S. Und ja, dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias. Thank you.